Bitte schön. Danke, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema ist ein wichtiges und ich glaube, wir sind uns zumindest in der Problembeschreibung ja auch mit den Regierungsfraktionen einig. Unsere Kommunen sind momentan am Limit mit der Aufnahme von Flüchtlingen. Wir haben wieder Asylbewerberzahlen wie in den Krisenjahren 2015 bis 2017. Und wir müssen diesen Zustrom irregulärer Migration eindämmen, um weiterhin unserer humanitären Verpflichtung gegenüber den Menschen, die aus der Ukraine hier Zuflucht suchen, auch gerecht werden zu können. Aber Herr Straub, Sie haben diesen Antrag eben nicht so formuliert, dass das Haus ihm geschlossen zustimmen kann. Sie haben nämlich wieder das getan, was Ihre Fraktion leider in den letzten Monaten immer tut. Sie haben anstatt Lösungen für Bayern aufzuzeigen, wieder nur mit dem Finger nach Berlin gezeigt. Sie haben schon wieder... Wenn ich kurz unterbreche, aber die Geräuschkulisse ist sehr laut geworden hier. Bitte etwas die Gespräche am Tisch einstellen, bitte. Danke, Herr Präsident, dann brauche ich nicht so laut zu reden. Sie haben schon wieder mit dem Finger nach Berlin gezeigt, haben anstatt Lösungen für Bayern aufzuzeigen, gesagt, was der Bund machen muss. Ja, der Bund kann und muss vieles tun und er tut das übrigens auch schon. Ein großer Teil der Liegenschaften, denen der Bund zur Verfügung steht, wird in Bayern aber momentan vom Freistaat gar nicht genutzt. Und der Freistaat hätte ja auch selber Liegenschaften, die er zur Verfügung stellen könnte. Das spielt in Ihrem Antrag aber überhaupt keine Rolle, meine Damen und Herren von der CSU. Und zum Zweiten nutzen Sie diesen Antrag wieder, um Falschbehauptungen über die Migrationspolitik der Bundesregierung in die Welt zu setzen. Sie schreiben nämlich, die Bundesregierung würde Anreize für irreguläre Migration setzen durch das Staatsangehörigkeitsrecht und das Chancenaufenthaltsrecht. Das Staatsangehörigkeitsrecht spielt für die irreguläre Migration überhaupt keine Rolle, denn um überhaupt in den berechtigten Kreis für die deutsche Staatsbürgerschaft zu kommen, müssen Sie eine bestimmte Zeit hier in Deutschland legal leben. Irreguläre Migration bedeutet der Aufenthalt ohne eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland. Das heißt, Sie werfen hier schon wieder Dinge zusammen, die einfach nicht zusammengehören, und das ist unseriös, meine Damen und Herren. Und genauso ist es beim Chancenaufenthaltsrecht. Das Chancenaufenthaltsrecht betrifft einen begrenzten Personenkreis, nämlich die, die seit dem 31.10.22 bereits seit mindestens 5 Jahren in Deutschland leben. Es gibt also keinen Pull-Faktor und keinen Anreiz für irreguläre Migration, sondern es geht ausschließlich um die Menschen, die hier bereits leben. Es gibt eine Stichtagsregelung. Und meine Damen und Herren, dabei geht es um die Menschen, die unter Ihrer Bundesregierung ins Land gekommen sind. Was wir jetzt tun müssen, um die Kommunen zu entlasten, um diesen Strom irregulärer Migration auch einzudämmen, ist, wir brauchen einen wirksamen Schutz der EU-Außengrenzen. Wir brauchen schnellere Asylverfahren und wir brauchen konsequente Rückführungen. Sprich, wir müssen all das tun, was in Ihrer Regierungszeit nicht gelungen ist. Wir müssen das reparieren, was in der Ära Merkel, in der Sie regiert haben, in der Sie auch den Innenminister gestellt haben, nicht passiert ist. Daran machen wir jetzt und da brauchen wir keine klugen Ratschläge der Staatsregierung aus Bayern. Das kriegt die Ampel allein. Das Wort hat der Abgeordnete Alexander Holt von der Fraktion der Freien Wähler. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen.